Mehr als 20 Jahre hat die Brückenkrananlage im Müllbunker des Müllheizkraftwerks Göppingen treue Dienste geleistet. In dieser Zeit hat sie weit über 2 Millionen Tonnen Abfall zur sicheren und schadlosen thermischen Verwertung in den Aufgabetrichter des Kessels befördert. Damit dies auch in Zukunft zuverlässig klappt, erhält das Müllheizkraftwerk Göppingen nun eine neue Brückenkrananlage. Der Austausch der Krananlage ist an einen engen Zeitplan gekoppelt, denn das Müllheizkraftwerk nutzt die Energie des Abfalls und produziert daraus Strom und Fernwärme für die Region. Jeder ungeplante Stillstand der Anlage kann sich auf die Produktion auswirken und im schlimmsten Fall zu einer Produktionsunterbrechung führen. Wärme müsste dann aus Heizöl anstatt des umweltfreundlichen Energieträgers Abfall gewonnen werden, um die Klinik am Eichert, das Polizeipräsidium Einsatz sowie das Wohngebiet Bergfeld zu versorgen. Insgesamt investiert EEW Göppingen ca. 2,5 Millionen Euro in das Projekt. Geld, das unmittelbar in die Region fließt und die Wertschöpfung vor Ort stärkt. Kurze Wege und gute Kontakte zu den Unternehmen sind bei einem solchen Projekt ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Deshalb arbeitet EEW Göppingen mit leistungsstarken Partnern aus der Region zusammen, von der Projektvorbereitung über die Durchführung bis zur Nachbereitung. Bevor der neue Brückenkran seinen künftigen Einsatzort überhaupt erreichen kann, sind einige Vorarbeiten zu erledigen. Das Müllbunkerdach muss termingerecht an der richtigen Stelle geöffnet werden. Ein Job für die Profis der Firma Lehner. Parallel dazu arbeitet die Firma P&A Stegmeier an der Dachsanierung. Dritter im Bunde ist die Firma CT Kranservice. Sie unterstützt mit einem Turmdrehkran die Arbeiten in luftigen 38 Metern Höhe. Die Ligeba Gerüstbau GmbH errichtet das Schiebedach über der Öffnung. Die auf Schienen gelagerte Konstruktion kann während des Kranwechsels zur Seite gerollt werden. Ohne das Schiebedach kann Regenwasser in den Bunker gelangen. Vor dem Hintergrund zurückliegender Starkregenereignisse gilt es, dies unbedingt zu verhindern. Präzisionsarbeit muss die Firma Kran Maurer leisten. Ihre Aufgabe ist es, die jeweils 12,8 Tonnen schweren Laufschienen des Brückenkrans durch die Öffnung im Dach in den Müllbunker einzufädeln. Das neue Herzstück des Müllbunkers liefern die KW Kranwerke aus Mannheim. Sie setzen das Projekt auch federführend um. 2 Tage haben sie dafür Zeit, bevor am Montagmorgen um 7 Uhr wieder die ersten Abfallsammelfahrzeuge den Inhalt der grauen Hausmülltonnen aus dem Landkreis Göppingen in den Müllbunker des Müllheizkraftwerks entleeren.